Frenkel frottelt. Heute. Let's play together. Bundes-Minecraft-Spiele 2012. Ihr Nasenbären, wir haben die zweite Disziplin. Wir starten jetzt mit dem Schwimmen. Wobei in der ersten Paarung Fred ein Freilos hatte, weil die Startnummer 16 heute nicht angetreten ist. Jetzt haben wir Startnummer 1 Naruto. Das ist der Michael. Spring mal kurz hoch, damit die Leute dich sehen. Michael. Hallo? Hallo, Michael. Michael? Hallo, Michael. Fängt ja gut an. Moment. Naruto? Ja. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Gut. Also, und du bist doch der Michael. Ja. Gut. Deswegen spring doch mal kurz hoch, damit die Zuschauer wissen, wer der Michael ist. Sehr schön, Oliver. Applaus! So, und sein Kontrahent auf der anderen Bahn, das ist der Sir Cher und das ist der Tom, ja? Spring mal hoch, Tom, und sag Hallo. Hallo. So, das ist der Tom. Weil es der erste Durchgang ist, erkläre ich es kurz. Das ist ganz einfach. Sie starten von diesen Startblöcken, schwimmen hier weiter, ja, sieht man ja. Und dann haben wir hier so schöne Leuchten angebracht, ja, anbringen lassen von den Let's Rock Minecraft Jungs, weil ich habe von dem Zeug ja überhaupt keine Ahnung. Und da sieht man es, da hinten ist ein Schalter, der muss betätigt werden. Und dann leuchtet dieses Licht. So, und wem als erstes ein Licht aufgeht, hat gewonnen. Und kommt weiter. Der andere ist leider raus. Wir haben hier keine zweite Plätze. Wir haben hier keine Gnade. So, genug gelabert. Jetzt gebe ich das Kommando. Und ihr kriegt das los per Chat. Ich sag's diesmal nicht, ja. Ich tipp's nur ein. Also, auf die Plätze. Fertig. Ist das spannend? Ist das packend? Dingeling! Verdammt. Ja. Das hat der Kollege Naruto für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch. Schwimmen, die zweite Paarung, nachdem die Paarung davor auch mit einem Freilos geendet hat, weil ein Kontrahent nicht angetreten ist, sind wir jetzt hier beim Achtelfinale Nummer 4, ganz offiziell. Und da tritt der Dennis an. Hi, thanks you. Spring doch mal hoch, damit die Leute dich sehen. Ole! Und er tritt an gegen den Dennis David Walton oder wie auch immer er heißt. Spring doch mal hoch, bitte. Hey, okay. Alles soweit? Klar, ja? Dann gebe ich jetzt das Kommando. Ich werde mal hier eine vogeligere Perspektive verwenden. Das ist vielleicht auch mal ganz schön. Also. Auf die Plätze. Fertig. Da hat einer geschlafen. Der John David Paul Hogan Walton hat geschlafen. Holt er das noch ein? Nein, das holt er nicht ein. Das ist der Sieg für Hi, thanks you. Das ist der Sieg für Dennis. Freut ihr euch? Nein. John? Nein. Was war denn los? Ich habe auf das fertig und losgewartet, aber ich bin neu und... Hat dich keiner geweckt? Nein. Scheiße, hättest du Wecker stellen müssen, ne? Der Dani hat mich nicht gut eingewiesen. Okay, alles klar. Ja, dann kann man nichts machen, ja? Hast du keine Freunde, hast du Feinde. Wir haben die nächste Paarung, das nächste Duell beim Schwimmen. Und zwar ist das der Philipp auf der linken Bahn, genannt Insane Fox. Hallo Insane Fox, spring mal hoch. Hallo. Jawohl, das ist der Insane Fox. Und, bist du nervös? Nein. Klopft das Herz? Ja, unglaublich. Ich sterbe gleich. Herzinfarkt und so. Was gab's bei dir zum Frühstück? Valium? Irgend sowas, ne? Okay. Ja. Tun wir nicht lang rum. Wir haben auf der rechten Bahn von mir aus gesehen dann hier noch den Jens. Genau, der hüpft schon mal brav. Und, bist du nervös? Nö. Nicht so besonders nervös. Wie können wir das steigern? Wenn du mich einmal schlägst, dann habe ich ein Herz weniger schon wieder und dann bin ich nervös. Ja, okay. Also wir reden nach... Schneid mal raus. Ja, ich gebe jetzt einfach das Kommando und bei demjenigen, bei dem zuerst ein Licht aufgeht, der hat dann gewonnen, ja? Und kommt in die nächste Runde. Ja, weil Basti war ja so kreativ für uns. Ja, wieso? Was hat er gemacht? Die Dinger hingebaut. Ja, genau. Okay.
Wir sagen mal auf die Plätze, ja? Jo. Fertig. Das war jetzt ein Frühstart, oder? Oh. Da muss ich mir den Videobeweis dann nochmal anschauen. Hey! Du beantragst den Videobeweis, oder wie? Ich? Nein. Also ich habe keinen Frühstart gesehen. Basti, du? Nein. Gut. Nein, ich dachte, du sagst los und schreibst es nicht. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh, da hast du nicht aufgepasst. Habe ich extra gesagt. Okay, ich lade dich zu einer Revanche ein. Nee, du hast ganz ordentlich gewonnen, Jens. Das passt schon. Ist ja nicht so tragisch. Geht ja nicht um die Weltmeisterschaft. Aber schön, dass du sagst, dass du nicht aufgepasst hast. Ich bin unschuldig. Ich hab's gesagt. Und wir haben jetzt das erste Viertelfinale. Und hier tritt an der Fred auf der linken Seite. Superman, hüpf mal hoch. Der ist so super, dass er bei der ersten Runde gar nicht antreten musste. Da hat er nämlich ein Freilos gehabt. Ja. So, deswegen weiß er jetzt aber nicht, wie es geht. Und auf der rechten Seite haben wir den Kontrahenten, den Naruto. Hallo. Hallo. Sag hallo. Sag nochmal deinen Namen. Ey. Hallo, Michael. Nein, den Naruto. Meine ich. Hallo, Naruto Yuka 3. Ja, geil, ey. Irgendwann muss ich das auch mal lernen. Ja, und du hast in der ersten Runde Sir Shell ausgeschaltet. Das heißt, du bist jetzt momentan eigentlich sowas wie der Favorit, weil du bist ja, wie soll ich sagen, bist ja erfahren jetzt, ne? Im Vergleich, ne? Oder? Ja. Das heißt, du bist auch sehr nervös jetzt, oder? Oh ja. Jetzt sag, dass du nervös bist, Mann! Ich kann so nicht arbeiten! Sag, du bist nervös? Das andere schneid mal raus. Sag's doch einfach! Hallo! Hallo! Na, okay. Auffassungsgabe ist zu später Stunde nicht mehr so groß. Fred, sag, du bist nervös. Ich bin nervös. Passt, also. Ich sag auf die Plätze fertig und das Los ist nur im Chat und dann geht's um die Wurst. Gut. Also, seid bereit? Auf die Plätze. Fertig. Ah, da kommt Fred besser aus den Startlöchern. Hat einen ganz kleinen Vorsprung, aber das ist ja noch nicht gegessen. Man muss ja erstmal diesen Knopf treffen da hinten. Ja, um die Uhrzeit ist das nicht mehr so einfach. Jawohl, ja, da kam er noch früher ran, Naruto. Da drücke ich daneben. Tja, der Scheiße. Knopf, wir hätten ihn größer machen müssen, ich weiß es. Wir wissen es, fürs nächste Jahr werden wir den Knopf einfach so groß machen wie das Empire State Building. Wäre dir das recht? Mir ruckelt voll, das war voll kacke. Ja, natürlich. Naruto hat gewonnen. Yay! Hab ich doch richtig gesehen, oder? Guck mal auf, aber es ruckelt voll. Linienrichter? Ja, stimmt. Ja. Ja, tut mir leid, da die Technik kann ich leider nichts sagen, aber Naruto ist jetzt leider weitergekommen, ne? Wir sind zurück zum zweiten Viertelfinale und hier treffen aufeinander. Einmal auf der linken Seite der Bernhard. Hallöchen. Der Mann, der mich beim reinen Anblick schon blind macht. Ihr seht ihn, wenn er gleich hochspringt. B.A.S.B. Johnson. So, der ist durch eine grandiose Leistung weitergekommen. Also ich habe gehört, er hat seinen Kontrahenten in der Vorrunde erschlagen. Deswegen konnte er nicht antreten und deswegen hat er ein Freilos. So, und auf der anderen Seite haben wir den unglaublichen Dennis. Genannt Hi, Thanks You. Der, weitergekommen ist im Duell gegen den etwas schläfrigen John. Du hast dir wahrscheinlich irgendwas ins Essen gemischt. Irgendwie so Elefantenbetäubungsmittel oder sowas, denke ich mal, ne? Viagra, der ist am Stein hängen geblieben. Ja, genau. Wie sieht's aus, nervös? Ein bisschen. Ein bisschen. Ach, jetzt doch. Ein bisschen. Also ich brauche da ein bisschen mehr Drama. Ich muss das nächste Mal wahrscheinlich ein bisschen... Ich bin total aufgeregt. Lass endlich anfangen. Ich muss da einfach das nächste Mal besser scripten. Ich möchte da Tränen sehen, ja? Verzweiflung, Angst und so weiter und so fort. Ja, das ist gerade deiner Verlierer, Mann. So, ich gebe dann gleich das Kommando. Ich sage das Los nicht. Ich tippe es nur in den Chat ein. Ich sage es nur mal, weil einer ausgeschieden ist, weil er gemeint hat, war das nicht ein Fehlstart? Ach so, ich hätte bei Los losgemusst, ne? Nur zur Info. Ja. Also, auf die Plätze. Fertig. Ja, fast gleichzeitig aus der Box rausgekommen. Halt, fängst du mit einem gleichen Nachteil, aber das haben wir ja beim letzten Rennen gesehen. Das muss nicht entscheidend sein. Entscheidend ist, wann Knopf gedrückt wird. So, es geht rum um die Bude und zack. Oh, weia. Hast du das gesehen? Ja, es war fast zeitgleich. Was würdest du sagen, wer hat gewonnen? Sehr schwer. Also ich glaube, dass BSAB Johnson gewonnen hat. Ich werde jetzt den Videobeweis holen. Ich werde es mir im Video nochmal angucken. Ihr müsst jetzt leider so lange warten, cool. Ja? Ich melde mich dann wieder. Ist okay. Klar auch. Es war mir auf jeden Fall ein Vergnügen, Dennis. Ja,